Hallöchen, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auch mal wieder am Start. Endlich mal. Ich weiß, ich habe einfach nicht so viel im Moment, was los ist, wo ich sage, da könnte ich filmen. Aber ich habe ein neues Projekt. Ein Gartenprojekt quasi. Das Projekt Bar kommt alles noch. Aber jetzt haben wir erstmal hier ein Projekt und zwar Erweiterung der Terrasse. Ich habe hier schon mal zwei Reihen angefangen. Könnt ihr sehen. Ich muss jetzt den und den in der zweiten Reihe nochmal rausnehmen, weil dieses ist ein bisschen schief. Und ja, aber das kommt sich nicht ganz aus mit dem Beton, der da ist. Das heißt, ich muss hier ein Stück von dem Beton wegnehmen, damit hier ein kompletter Stein noch reinpasst. Habe ich da auch schon ein Stück die Ecke weggenommen. Ja, dann machen wir alles mit diesen anthrazitfarbenen Steinen. Immer so im Wechsel, groß, klein, groß, klein. Und das machen wir dann quasi bis da hinten. Ja, und dann einmal darum bis hinter die Feuertonne, bis zum Grill hier. Und dann hier auf der rechten Seite auch nochmal, hier auch nochmal, also das kommt auch weg quasi da. Stelle ich gerade mal fest. Ja, das kommt auch weg. Ja, habe ich noch gar nicht ausgekoffert. Naja, gut, egal, nicht tragisch. Ja, und so schreitet ein Projekt voran. Zumindest eins. Das Projekt ist eine ganz andere Nummer. Achtet nicht auf die Kartons, die stehen da zum Verfeuern. Das Projekt, das wird ein Mörderprojekt. Die Bar wird definitiv umgebaut. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch schaffen werde. Wir haben jetzt fast August. Über den Sommer brauchen wir ja nicht wirklich sprechen. Aber die kommt einmal, ja, man kann sagen, so 45 Grad gedreht, mit dem Rücken quasi da hinten rein. Und warum ist jetzt schon wieder hier? So. Habe ich ein Foto gemacht? Naja, gut, egal. Auf jeden Fall dann da hinten rein. Und ja. Aber wir kümmern uns erstmal hier drum, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir hier ein bisschen weiterkommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist überhaupt nicht warm, ja. Wir haben total bewölkten Himmel, aber ich hätte nicht gedacht, dass das dann so anstrengend sein kann. Mama mia. Hier habe ich noch ein bisschen Sand drin. Ich habe hier hinten noch weitere Sandsäcke. Junge, Junge, Junge. Also ehrlich, hätte ich nicht erwartet. Aber gut. Aber wir haben schon mal die dritte Reihe, den kleinen, da habe ich gerade eben schön in die Ecke gekloppt, das heißt, das ist jetzt alles schön drin. Da kann eigentlich auch nichts mehr raus. Ja, jetzt machen wir weiter mit der vierten Reihe. So. Die Steine, die ich mir jetzt geholt hatte, habe ich verbaut. Ich finde aber, hier ist eine kleine Welle drin. Hier müssen die entweder noch ein Stück tiefer oder aber ich muss hier auf der Seite ein bisschen mehr reinfüllen. Aber ich denke, fürs Erste, dass ich wirklich pflaster, glaube ich, kann sich das sehen lassen. Ich meine, ich habe noch nicht gepflastert. Vielleicht da die Platten da unter der Tonne, ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt dazu zählen kann. Aber ich denke, ist schon mal ganz in Ordnung. Jetzt kann man den Rest morgen mal schauen oder vielleicht auch übermorgen, je nachdem, weitermachen. Und aber ich finde, es kann sich schon mal sehen lassen, das Ergebnis, finden meiner Meinung. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich denke schon, dass sich das bis jetzt sehen lassen kann, würde ich mal so glattweg behaupten. Gut, ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder, wenn ich hier weitermache. Für euch quasi jetzt, für mich vergehen eventuell ein, zwei Tage.
Tja, und wenn man schon einmal dabei ist, dann kann man auch gleich hier noch ein bisschen begradigen. Die alten Steine, die waren ja ganz schön abgesackt hier runter. Und deswegen auch einmal noch mal ein bisschen rausnehmen, begradigen, auch den Randstein da hinten. Und deswegen ein bisschen auffüllen wieder und dann kommen die alten Schinken hier nämlich auch wieder dann da rein. Und dann kann man hier hinten weitermachen. So, es geht weiter. Heute ist um einiges schöner das Wetter. Könnt ihr ja schon so ein bisschen erahnen. Ihr seht ja die Sonne. Noch ist es angenehm, aber ich glaube, es wird noch warm. Wir haben, glaube ich, haben wir 22 Grad oder so. Ja, heute geht es weiter. Ich habe gestern schon mal, da könnt ihr sehen, so ein bisschen das Alter wieder reingemacht. Erhöht natürlich. Hier habe ich auch schon ein bisschen, aber das eventuell ein Stück abgesackt. Ich weiß es nicht ganz genau. Sieht aber so ein bisschen so aus. Oder es ist halt einfach, ja. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Jetzt machen wir erstmal weiter hier. Muss natürlich hier links am Rand muss natürlich noch um einiges weggenommen werden, dass man hier die Rasenkante quasi setzen soll. Die kommen ja dann aus den Steinen hier. Sind zwar keine typischen Kantsteine, sind auch Pflastersteine, aber ich habe keine Randsteine da und ich wollte jetzt nicht unbedingt auch noch extra welche kaufen. Und ich denke, für das kann man das ruhig mal machen. So als Abschluss quasi kann man das nehmen. Ja, und dann muss natürlich auch irgendwann noch da, wo die Feuertaube, das heißt irgendwann eigentlich direkt im Anschluss, wo die Feuertonne ist, beziehungsweise genau bis hier, wo die Linie geht, müsste das dann gemacht werden, quasi bis zur Linie und dann bis zum Holzpfeiler hier, also einmal auf dem Boden hier so da entlang. Dann werde ich dann hier quasi, das ist nämlich mein Ziel, so eine kleine Kochnische hinbauen kann mit Grill dann. Im Moment ist ja die Platte hier, aber es ist nicht meine. Und ja, das ist das Ziel, weil der Grill kommt weg. Und da kommt dann ein Gasgrill kommt dann hin. Und ja. Und vielleicht hole ich mir auch noch irgendwann so eine Platte. Die Platte ist ziemlich geil. Mal gucken. Für meine Feuertonne hier. Aber nun geht es erstmal weiter hier mit den Steinen. So, kleines Update. Ihr seht, wir sind eine ganze Ecke weitergekommen. Haben jetzt hinten die Randsteine noch. Und hier ist die Randsteine schon mal gesetzt. Natürlich ist es nicht hundertprozentig perfekt. Nur möchte ich nicht abstreiten. Weil die sind auch teilweise ein bisschen schief. Klar, die haben auch ein bisschen Gefälle drin, haben die. Das ist ganz einfach nur, dass so ein bisschen das Wasser ablaufen kann. Natürlich, dass da hinten, ihr seht das, ja, ist nicht hundertprozentig perfekt. So, dann setzen wir jetzt hier noch eine Reihe von denen dran. Wir haben ja noch 4 Stück. Die setzen wir jetzt hier noch dran, dass wir, wie ihr sehen könnt, hier eine Flucht haben. So. Und dann müssen die natürlich noch raus. Die Randsteine, die kommen erstmal an Seite. Die sind ja schon uralt. Das ist ja auch kein richtiger Randstein, aber naja, gut. Und dann geht man auch bis hier hinten ran mit denen hier, ne, mit denen und dann natürlich bis da und dann einmal rüber. Das ist der Plan quasi noch. Da natürlich kommen wir da höher, ne? Da kommen wir auf Niveau von den Platten hier quasi. Das heißt, du hast hier in der Ecke hier hinten hast du quasi so eine Erhöhung drin. Ist aber nicht dramatisch, weil ja genau auf der Kante dann quasi die Theke kommt.
Also es ist nicht dramatisch, kannst du mit dem Freischneider dran vorbeigehen. Ist alles gut, nicht ganz so schlimm. Na, jetzt muss ich hier noch ein, zwei Steine ein bisschen reinkloppen, die noch ein bisschen zu hoch stehen. Dann muss das später noch eingeschwemmt werden. Und dann ist das hier auf jeden Fall schon mal erledigt. Aber ich finde, das kann sich schon mal so sehen lassen, würde ich mal behaupten. Also ihr seht ja, wo der Sand liegt. Hier bis hier waren wir gestern. Oder vor euch eben irgendwann ein Video. Und das Stück haben wir heute geschafft. Plus die Randsteine. Ja, das ist so der aktuelle Stand. So, also Update. Wir sind soweit eigentlich fertig. Jetzt müssen wir noch Kleinigkeiten natürlich, und ich erkläre euch auch welche. Hier muss natürlich noch ein bisschen reingesetzt werden, das ist ganz klar. Die Steine müssen noch reingesetzt werden, ganz, ganz klar. Die sind noch nicht hundertprozentig, also die Randsteine. Ne? Hier hinten, hier ist alles soweit in Ordnung, muss nur noch eingeschwemmt werden. So, dann haben wir hier vorne weitergesetzt. Jetzt passt auf, jetzt kommt das große Aber. Aber, hier haben wir natürlich auch gesetzt. Das zeige ich euch das mal. Also, da sowieso hier ein Balken reinkommt, auf die da und quasi da auf die Ecke, war jetzt die im Balken. Warum Balken? Weil diese Grillecke natürlich hier auch dann überdacht werden soll. So, heißt im Endeffekt, dass von da angefangen das Ganze auf Höhe dieser Steine einmal darum betoniert wird. So, das ist also ein Fundament quasi. So, damit auch auf dem Fundament quasi werden dann die Steine gesetzt für die Theke. So. Deswegen hier keine Randsteine. Und da von da an gesetzt, warum, kann ich euch erklären, weil wir haben ja hier am Dach, da kommt ein Balken und auf der Ecke ist ein Balken. Das heißt, es kommt so und so quasi. Das hier oben wird alles, Fokus, überdacht. So, das ist der Plan. Die Lücken füllen wir auch auf mit Beton. Es hat leider nicht anders gepasst wie hier jetzt. Genauso wie diese Lücke. Die wird auch aufgefüllt mit Beton. So, und natürlich hier zwischen kommt noch ein bisschen Beton, damit das auch alles hält. Und wahrscheinlich auch dazwischen, denke ich mir mal, wo große Lücken sind. Hier sowieso, da war Fail. Versuch mit dem Stemmhammer, das hat nicht so ganz funktioniert. Warum auch immer, weiß ich nicht. Genauso wie die Ecke da hinten. So, und wenn wir jetzt mal weiter gucken, ist die Ecke auch schon soweit ready. Da ist Beton drunter, sowieso. Hier vorne Steine gesetzt, dahinter eine Platte. Und dann haben wir nämlich quasi, kann man hier, das müsst ihr euch wegdenken, das Grillding. Dann kann man nämlich hier quasi vom Pfosten angesetzt Steine setzen. Vielleicht auch so, so und dann darüber. Das ist so der Stand der Dinge, der Plan. Morgen mache ich weiter, ein bisschen mit Beton schon mal anfangen. Ich muss hier hinten die Bretter zurechtschneiden, die Schallbretter, dass die, ja, einmal Schallbretter in die Richtung hier, ne? Ihr wisst hier dran vorbei. Ja, das ist so der Plan. Mal gucken, ob das so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin zuversichtlich. Die Platten, die da liegen unter dem Grill, die bleiben liegen. Ja, die liegen jetzt schief. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier vorne ist mehr Platz als da hinten. Gut. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wenn der Beton da drin ist, dann siehst du es vielleicht auch hinterher gar nicht mehr. So, das ist jetzt, ja, der Stand der Dinge auf gut Deutsch. Morgen geht's weiter. Ihr könnt mir ja schon mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich quatsch einfach so viel. Wenn ich mit dem Beton weitermache, dann zeige ich euch auch mehr. Ich nehme morgen ein Stativ mit raus. Und dann zeige ich euch auch ein bisschen mehr, wie ich da am Acker bin. Ihr habt ja schon ein kleines Video gesehen. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ich da gefilmt worden bin. Aber gut. Mal gucken, vielleicht mache ich auch mehrere Teile draus. Ich weiß es noch nicht.